Jo Freunde, Tillaus hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Und wir haben heute Dienstag 19 Uhr und EA hat eine neue Spieler-SBC gedroppt. Und diese Karte schauen wir uns heute an. Der gute Lorenzo Insigne ist rausgekommen als Numbers-Up-Card. Ja, hier wurde sein Tempo gepusht um plus 4. Ich glaube, plus 1 Dribbling hat er bekommen. Genau, plus 1 Dribbling, plus 1 Schießen, plus 1 Passen und plus 1 Physis, aber plus 4 Passen, ja, für eine Overall plus 1 bessere Karte quasi, ja, weil es eine Goldkarte, eine 86er ist. So, diese Karte schauen wir uns an, ich sag euch meiner Meinung nach, ob es diese Karte lohnt oder eben nicht, und wie immer würde ich mich jetzt schon mal freuen, Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo und aktiviert die Glocke. So, wir schauen uns erstmal an, was wir abgeben müssen. Das sind zwei Sachen, 85er Rating, 84er Rating. Ich schätze mindestens 100k. Ich pinne euch gleich den Preis in den Kommentaren an, weil Footbin ist noch nicht so schnell mit aktualisieren. Und da sieht man halt genau, was der Preis, also was Lorenzo Insigne kostet. Wir kriegen Prime Goldspielerset, ein kleines, und Prime Elektro-Spieler Pack. Kein schlechtes, aber auch ein gutes Pack, wie immer. Und was kann diese Karte, Leute? Ja, ich habe seine Goldkarte schon gespielt. Ich fand seine Goldkarte gerade am Anfang von FIFA sehr, sehr geil. Er hat 4-4, Hochmittel, 1,63, klein. Und ist sehr schnell, kann gut passen, kann gut dribbling und hat leider eine schlechte Ausdauer und einen schlechten Schuss, ja. Das ist das Problem an dieser Karte, er kann quasi nicht gut schießen und hat keine gute Ausdauer. Ausdauer nehmen wir mal beiseite, weil den kann man immer noch gut auswechseln, aber das Schießen ist das hier, was mich am meisten stört. Ja, hier würde ich wahrscheinlich einen Hunter geben, einfach einen Hunter, einen Engine, ne, Hawk glaube ich nicht, einfach Hunter, dann kommt er auf 8-9 Spielergeschwindigkeit, 99 Antritt. Plus 10 Abschluss, plus 5 Schusskraft und ich glaube plus 5 oder plus 10 Stellungsspiel. Das sollte passen mit dem Hunter, weil passen ist super, Dribbling ist super. Und er hat das Eigenschaft genau. Und deswegen fand ich die Goldkarte sehr geil, weil er angeschnittener Schuss hat. Leute, ihr wisst, Anfang von FIFA war der angeschnittene Schuss so OP. Dazu hat er noch Flair und Außenschuss. Drei sehr, sehr gute Trades. Dementsprechend kann ich euch den guten Insigne nur empfehlen, ja. Und Leute, das Gute an dieser Karte ist, er kriegt noch ein plus 5 in Tempo, Ende Dezember und Overall kriegt er also plus 1. Plus 1 Dribbling, plus 1 Schuss, plus 1 Passen und dann Ende April, meine ich, war das, kriegt er nochmal einen Boost auf dieser Karte. Deswegen finde ich diese Karte sehr geil. Von mir gibt es ein Machen, ja, macht diese Karte, ich mache ihn selber. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, ne, bevor wir das Video beenden, Leute, Moment, wir gucken noch, wie wir ihn verlinken können, wie immer, ja, das machen wir. Das ist aktuell mein Team. Ich bin mit Ousmane Dembélé absolut nicht zufrieden. Ich weiß nicht, was alle so gut an ihm finden. Der bewegt sich wie ein Traktor, finde ich. Auf jeden Fall. Serie A, Dream Squad und Italien. Schau es an, wie wir einen guten Boy verlinken kann. Mit Immobile, mit Di Natale, wer das Geld hat, mit Barella. Ich glaube, der wird jetzt auch wieder steigen. Der wäre ein gutes Invest jetzt in der ersten Sekunde, wo Insigne rauskommen wäre gewesen. Weil ich denke mal schon, dass er um 10, 20k steigen wird. Zaniolo, wer ihn gemacht hat, Politano, wer ihn gemacht hat, Tonali, genau, den wollte ich sagen. El Charavi wird jetzt quasi abgelöst von dem guten Insigne. Ja, und sonst gibt es natürlich viele, viele grüne Links, viele, viele orange Links noch oder halt Serie A-Squad. Also wenn ihr die Coins habt, das sind ja nicht viel, wahrscheinlich um die 100k, macht ihn, ich würde ihn auch machen. Ich bin raus, Leute, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein, bis dann und ciao.